Castello Rizzo ist Corona-frei. Alle 500 Bewohnerinnen und Bewohner der kleinen griechischen Insel wurden geimpft. Jede und jeder, der hier ankommt, muss sich testen lassen. Die Menschen auf der Insel bleiben vorsichtig, aber sie sind erleichtert, dass sie unbeschwerter leben können. Maria Lazzaraki war eine der ersten, die geimpft wurden. Ihre Familie hat ein Restaurant, das trotzdem erstmal geschlossen bleibt. Vorerst kocht die 90-Jährige also vor allem für ihre Enkelkinder. Wir haben die Impfung. Alle auf der Insel wurden geimpft, von den 20-Jährigen bis zu den 94-Jährigen. Ich bin alt, ich habe mein Leben gelebt, aber ich bin froh, dass der Virus unsere Insel verschont hat. Vor der Pandemie hatten wir viele Touristen. Ich hoffe, dass die zurückkommen. Auf der Insel wurde bisher nur eine Covid-19-Infektion nachgewiesen. Die betroffene Person wurde schnell unter Quarantäne gestellt, sodass sich das Virus nicht verbreiten konnte. Trotzdem haben Inselfischer wie Michalis Matsos viel Geld verloren. Die Touristen kommen nicht mehr, wir sind allein. Der Fisch verkauft sich nicht. Was immer ich auch fange, hat keinen Wert. Jetzt hoffen wir darauf, dass die Leute im Sommer wiederkommen, denn sie kaufen den größten Teil des Fischs, den ich fange. Alles ist ein Kreislauf, Geld muss in Bewegung bleiben. Diejenigen, die sich nicht daran halten, erinnert die Inselverwaltung an Maskenpflicht und Abstandsregeln. Zudem wird regelmäßig desinfiziert. Damit der Tourismus wieder losgehen kann, ist die Stadt auch für die Einführung eines Impfpasses, für den sich die griechische Regierung gerade auf EU-Ebene einsetzt. Durch die Impfungen fühlen wir uns besser. Vorher waren wir sehr ängstlich und unsicher. Mit einer großen Zahl an Fällen wären wir überfordert gewesen. Ich gehe davon aus, dass sich die Lage bessert. Wir sind für einen Impfnachweis. Viele hier haben schon einen. Für kleine Inseln wie Castello Rizzo ist es wichtig zu wissen, dass die Touristen, die hierher kommen, geimpft wurden. Während viele europäische Länder noch gegen den Virus kämpfen, scheint diese kleine Insel die Pandemie hinter sich gelassen zu haben. Man bereitet sich darauf vor, wieder Touristen zu empfangen, die alles mitbringen dürfen, außer Corona. Από το Castello Rizzo και το Euronews, Apostolos Staikos.